ist immer schnell auf seinen Skates unterwegs und Claudio liebt das Risiko und die Herausforderung. Auf vier Rollen kann er so gut wie alles, aber heute muss sich der 24-Jährige umstellen. Denn die Trailskates, auch Skikes genannt, haben nur zwei Reifen und auch sonst unterscheiden sie sich von den klassischen Rollerblades. Skike macht das im Prinzip so dadurch, dass sie Luftreifen haben und nicht wie die herkömmlichen Inliner, die normale Rollen haben. Ich kann mit dem Skike und den Gummireifen einfach oder mit dem Luftreifen im Gelände ganz normal laufen, bin nicht auf Asphalt angewiesen. Und auf Asphalt ist es auch so, dass der Luftreifen einfach ein bisschen bremst. Das heißt, ich muss von vornherein mit den Armen ein bisschen mehr arbeiten. Und dadurch habe ich halt ein besseres Fitnesstraining. Trailskaten erinnert eher an Nordic Walking oder Skilanglauf, denn zur Ausstattung gehören auch zwei Stöcke. Wichtig ist, dass die Stöcke immer hinten sind, hinter dem Skike, dass man nicht vorher aufsetzt und zur Seite tritt, weil man sich sonst selber den Stock stellt. Nach der kurzen Einweisung geht Claudio raus ins Gelände. Der Bewegungsablauf ist für den Extremskater noch etwas ungewohnt. Vor allem bergauf hat er Probleme, die jeweils 2 Kilo schweren Skikes nach vorne zu bewegen. Aber dann kommt er immer besser in Schwung. Mit dem Skike unter meinen Füßen fühle ich mich eigentlich richtig wohl. Es macht richtig Spaß. Ist sehr anstrengend. Und ich glaube, das ist echt ein komplettes Workout, was ich hier mache. Schließlich bewege ich nicht nur die Arme, sondern auch die Beine. Und ja, bin fast außer Acht. Für die Skikes braucht Claudio keinen besonderen Schuh und sie sind größenverstellbar. So könnte innerhalb einer Familie jeder die Skikes auf die eigene Schuhgröße einstellen. Aber sie haben auch einen Nachteil. Also das komplette System hat mir eigentlich ganz gut gefallen, bis auf die Bremsen. Die sind definitiv ein bisschen zu hart. Wer Probleme hat, schon mit Inline-Skates klarzukommen und mit den Bremsen dort Probleme hat, wird sicherlich hier auch Probleme mit haben. Laut Erfinder sind die Skikes nicht nur für Asphalt und Schotter, sondern vor allem fürs Gelände geeignet. Unser Test zeigt aber, Wiesen sind damit wohl nicht gemeint. Claudius Fazit. Jetzt auf diesem normalen Grund, Asphalt oder eben hier Erde, kommt man sehr gut voran. Dafür ist es geeignet, aber Rasen. Claudio hatte trotzdem Spaß und für die Fitness hat's auch was gebracht. Den Preis 359 Euro nur für die Skates ohne Stöcke findet er aber viel zu hoch. Und deshalb bleibt der 24-Jährige lieber bei seinen alten Blades.